Ja, wir sind heute mit Cordial in einem sehr schönen, netten, gemütlichen Studio in Österreich, direkt am schönen Bodensee. Und vor uns sitzt ein ebenso netter und kompetenter Mensch, der sich sicherlich gerne gleich selber vorstellen wird und der hier auch gerne dann vorstellen wird, denke ich, was er denn hier so treibt und was denn so seine Pläne sind in der Zukunft. Ja, hallo, ich bin der Toni Leutsch, Meloni auch genannt. Ich mache viel Studiobetrieb, aber unter anderem auch Live-Betrieb, also Live-Sound und Studio-Sound. Produziere Bands, bin live zum Beispiel mit Silvermond und den Lunats unterwegs, unter anderem auch mit Yvonne Katterfeld. Und ja, Studio auch alles durch die Bank, von der Klassik bis über Schlager. Das eher selten. Aber nee, musikmäßig offen für alles, weil es ja auch spannend ist, verschiedene Musikrichtungen zu bedienen. Also vom Hip-Hop bis Rock bis Pop. Auch elektronische Sachen sehr interessant. Ja, das ist so mein Tun. Okay, sehr interessant. Ja. Was hast du denn so in der Vergangenheit getrieben? Was ist so momentan dein Setting im Studio und was sind denn so deine Pläne? Also in Zukunft, wir sind ja gerade dabei, das Studio umzuplanen oder neu zu planen. Das Studio gibt es jetzt zwar schon 3 Jahre, aber wie man das halt so kennt, man muss natürlich auch mal ein bisschen sparen, dann wird halt anfangs auf viel verzichtet und sich aufs Wesentliche konzentriert und man holt sich halt die Sachen, damit man einfach mal arbeiten kann. Mittlerweile hat sich das Ganze so ein bisschen eingegroovt, Betrieb läuft ganz gut. Wir sind jetzt gerade dabei, eine zweite Regie zu bauen, um aus der alten zweiten Regie quasi auch für die Bands ein bisschen schöneren, größeren Bereich, was aber auch gleichzeitig dann Recording-Raum sein wird. Und jetzt sind wir halt dabei, wir waren vorher rein auf Mardi, das heißt, wir sind mit recht wenig Verkabelung ausgekommen. Wir hatten viel Glasfaser da und 16 analoge Leitungen und wollen jetzt das Studio auch komplett neu verkabeln. Es geht hauptsächlich darum, einen super Workflow und einen einfachen Workflow zu gestalten und von jenem Raum in den anderen zu kommen. Und auch gerade, also ich habe mich da auch so ein bisschen auf Live-Recording spezialisiert. Das ist ja auch was man halt nicht überall machen kann, sondern da eine gute Location natürlich sehr viel ausmacht. Ein schöner Raum, die Infrastruktur muss da sein, es müssen genug Kanäle verfügbar sein, genug Räumlichkeiten verfügbar sein, damit man eventuell auch mal was isolieren kann. Und das ganze Konzept geht halt jetzt sehr in Richtung Hybrid. Wir sind hier, wir arbeiten hier im Rechner, aber haben halt auch relativ viel Outboard, analoge Preamps, analoges Zeug und das gilt es jetzt alles zu verbinden, damit das auch miteinander funktioniert und vor allem auch schnell funktioniert. Also wir bauen jetzt eine Patch Bay, wir bauen Verkabelungen von jedem Raum in den anderen, also kreuz und quer. Man kann sich auch rein theoretisch mit dem Rechner dann in den Aufnahmeraum setzen und in der Regie aufnehmen, wenn man das möchte oder wenn man projektmäßig irgendwie mal was Abgefahrenes machen möchte. Soll einfach die Möglichkeit da sein, nicht lange nachdenken, sondern ich will das machen und in 2 Minuten ist das Thema erledigt. Ich stecke die Kabel ein. Die Tie-Lines oder die Multicore sind so verlegt, dass man von jedem Raum in den anderen kommt und alles möglich ist und alles schnell möglich ist vor allem. Weil der Künstler soll ja auch nicht das Gefühl haben, er muss da jetzt warten, bis alles neu verkabelt wird, sondern er soll das Gefühl haben, ich habe eine Idee, das geht schnell und ich kann es einfach machen, ohne lange drüber nachzudenken. Okay, cool. Also das bedeutet, man wird vom Nautilus-Studio noch viel hören in Zukunft? Ich hoffe doch. Also hören ist auch gut gesagt. Definitiv. Insofern freuen wir uns, weiter mit dem Nautilus-Studio zusammenzuarbeiten und sind gespannt, was da alles passieren wird. Vielen Dank dafür. Und sehr gerne. Wir hören wieder voneinander und sehen voneinander. Wir sehen und hören uns beim nächsten Schritt. Wenn die ersten Kabel gelegt sind, quasi. Sehr gut. Wir sind gespannt. Danke dir. Bis dann. Bis dann.